Gründe dazu gibt es nicht viele, aber trotzdem haben wir den Hinweis, dass da was ist. Wir werden dem demnächst auch ein bisschen wissenschaftlicher auf den Grund gehen. Das heute soll auch mal so ein bisschen das Feld dafür bereiten, darüber nachzudenken. Was sind denn so Verhaltensauffälligkeiten? Also Beißereien untereinander, die können so ein bisschen harmloser ausschauen, das ist eine kleine Mittelrandverletzung. Das kann ein bisschen schlimmer sein, die ganzen Schnäbel, die abgerissen sind. Ja. Das Verhaltensauffälligkeiten natürlich auch klassischerweise das Rupfen. Rupfen fängt immer fein an. Ich würde sagen, 99% aller Papageien, die wir in der Sprechstunde sehen, haben schon ein overgrooptes Gefieder. Das heißt, ein Gefieder, das mehr benutzt und geputzt wird, als es sollte. Schaut aber noch verhältnismäßig gut aus, weil Menschen bei Rupfen an sowas denken oder noch nackiger. Aber Rupfen fängt viel, viel früher an. Dann natürlich bis hin zur Automutilation, ja, also Unterflügelekzeme, die oft auch eine psychogene Komponente haben, würde ich mal sagen, die aber auch rein pathologisch sein können, also einfach aufgrund von den Leberwerten zum Beispiel. Aber das sind eben die Auffälligkeiten, die wir am Vogel dann sehen. Dann natürlich Beißereien gegenüber den Menschen, da fehlt mir oft das Mitleid, aber das gibt es eben auch. Aber, und was wir oft auch übersehen, ist die sexuelle Beziehung, die die meisten zu ihrem Vogel haben. Ein Vogel, der praktisch aktiv den Kopf nach unten senkt und sich im Nacken kraulen lässt, ist ein Vogel, der gerade masturbiert. Und der Besitzer ist nichts anderes als der billige Vibrator für den Vogel. Das ist bereits ein Verhaltensauffälligkeit. Das war eine ganz beachtliche. Und noch schlimmer, sprechende Vögel. Ja? Die meisten Besitzer sind extrem stolz, dass ihr Vogel spricht. Sprechen ist die größte Verzweiflungstat, die ein Vogel tun kann. Er lernt eine Fremdsprache, weil er nicht verstanden wird. Und er glaubt, dass er besser verstanden wird, wenn er den Blödsinn nachplappert, den jemand vorplappert. Und umso mehr er plappert, desto mehr plappern die Besitzer nach und sind total stolz, dass der Vogel auch sagen kann, Mama hat kein Geld, Botox ist zu teuer. Ja? Ich habe so eine Kunde, da sagt der Vogel das. Die Spendung kommt nicht von dem Wissen. Also, und das ist aber immer auch ein Vorgehen oder Vogel eigentlich signalisiert. Ich bin extrem einsam, keiner versteht, was ich eigentlich sagen möchte. Und ich versuche es mal in der anderen Sprache von diesem Vollpfosten auf zwei Beinen, die an der anderen Seite vom Gitter stehen. Ja? Das geht mir über einen Kontaktruf los und da hat er meistens das richtige Feedback, weil wenn wir Hallo sagen, sagt der Vogel auch Hallo. Kontaktruf gehört beim Vogel dazu, das heißt, das ist erstmal was, was er lernt. Da lernt er tatsächlich Hallo ist ein Kontaktruf. Die meisten anderen Sachen, die der Vogel so nachplappert, sind Blödsinn, die wir aber gern so hin und her interpretieren, dass sie für uns als intelligent wirken. Vögel sind schon intelligent, aber wenn sie besonders intelligent werden, würden sie uns Menschen verlassen. Das heißt, Sprechen ist auch eine Verhaltensauffälligkeit, die erstmal für den Vogel nicht dem normalen Verhalten entspricht. Und natürlich gibt es Verhaltensauffälligkeiten, die sind schlimmer und weniger schlimm. Fingernagelbeißen ist auch eine Verhaltensauffälligkeit. Flaschenetiketten abzupfen ist eine Verhaltensauffälligkeit. Ja? Und Tanzen ist eine stereotype Bewegung. Also auch wir Menschen führen Dinge in der Art durch. Und wir würden natürlich nicht jeden zum Psychiater schicken, nur weil er das macht. Aber wer dann anfängt, ohne Yogakurs Zehennägel zu beißen, dann denkt man. Und das ist beim Vogel eben auch so. Irgendwann von Aufwendung bis Problem ist der Weg meistens kurz. Und der Besitzer merkt meistens bei auffällig noch nicht, dass der Vogel auffällig ist, weil das vielleicht sogar gewünschtes Verhalten ist, was er zeigt. Das entspricht dem, was wir gern vom Vogel hätten. Weil wir gerne, wenn wir ein Tier halten, unsere eigenen Bedürfnisse da hinein projizieren und nicht das Bedürfnis des Tieres. Und das Bedürfnis von uns ist manchmal so etwas wie ein Kindersatz zu haben. Ja? Und entsprechend verhält sich der Vogel vielleicht genauso, wie wir das wollen. Wir sehen das noch nicht als Verhaltensauffälligkeit, sondern eigentlich als schön. Und da kommt eben das Problem dann her. Wenn das Problem dann größer wird, also wir den Papagei im Gesicht hängen haben, weil er uns beißt, und weil wir vorher schon alle Signale missverstanden haben, dann haben wir plötzlich ein Problem. Und dann sind wir schon viel weiter, als es im Lösungsansatz sein sollte. Und wir sehen eben, dass vor allem bei Tieren die Hand aufgezogen wird. Die Handaufzug hat natürlich den großen emotionalen Vorteil, dass der Vogel sich verzweifelt an alles bindet, was Futter liefert und damit eben versucht zu interagieren. Und je früher ich damit anfange, desto mehr tut das der Vogel auch. Das heißt, wir haben Handaufzucht in allen möglichen Stadien, es gibt Handaufzucht mit Geschwister, ohne Geschwister,
geplant aufzuchten, praktisch abnackig geplant aufzuchten, ab dem Moment, wo sie das Nest verlassen. Wir sehen da unterschiedliche Ausformungen von Problemen. Meistens machen diese Vögel keine Probleme, solange sie nicht geschlechtsreif sind. Die Probleme fangen an, wenn der Vogel 2, 3, 4 ist, je nach Art und je nach Futterstatus. Wenn die Tiere dann geschlechtsreif werden und plötzlich versuchen wollen zu interagieren und ihr Vollpfosten so gar nicht schneiden, was es der Vogel sagen möchte. Und dann geht meistens das Problem los. Und was ich auslasse, das sind die Krankheitsprozesse, die wir auch sehen durch die Handaufzuchten. Also Fehlstellungen an den Beinen, hier sind Knie aus und hier von einem Ara, Rachitis, verschluckte Kropfsonden und irgendwelche Verbrennungen im Kropf, weil das Futter zu heiß war, Kropfstasen, weil das Futter zu kalt war oder weil man zu billigen Brei genommen hat und so weiter, was es alles so gibt. Das ist alles noch zusätzlich, dass bei Handaufzuchten nicht alles schön wird, was dann hochkommt. Das lasse ich mal aus, das ist gar nicht das Thema, es geht um die Verhaltensauffälligkeiten. So. Das wird jetzt auswendig gelernt, ich frage das nachher ab. Ganz einfach. Das hier soll uns ein Vogel darstellen. Ja? Der hat verschiedene Prozesse im Körper, also im Organismus selber, die zu einem bestimmten Verhalten führen. Also es juckt, ich kratze mich. Das ist ein Verhalten im Körper. Ja? Das kann aber auch von außen kommen. Ich werde von einer Mücke gestochen, ich kratze mich. Ja, dann sehen die ja nichts. Aber ich kann nicht genau. Nochmal. Moment. Also, es gibt aber auch Reize von der Außenwelt, die natürlich der Vogel beantwortet, durch Verhalten. Und dann gibt es ganz wichtig diesen Bereich, das ist Lernen. Mein Verhalten hat mir gezeigt, das hat funktioniert, das habe ich gekratzt, das juckt nicht mehr. Lernt also der Vogel, ja, kratzen hilft gegen Jucken. Das ist mal die einfache, kurze Variante, das geht natürlich in viel, viel komplexer auch. Und das heißt, es kommt nachher gleich alles nochmal, in diesem ganzen System wird unser Verhalten am Schluss geprägt. Das, was wir an Verhalten sehen, hat also sowohl damit zu tun, wie der Vogel sich fühlt, was er für einen Gesundheitszustand hat, als auch mit den Reizen von außen, als auch mit dem, was der Vogel gelernt hat. Und das sind eben Prozesse, die wir gerade bei der Handaufzucht alle steuern. Das erste ist die Prägung auf die Mutter. Wenn ein Küken auf die Welt kommt, folgt sie dem Ersten, was ihm vor die Nase kommt, um praktisch das als Mutter zu akzeptieren. Die Mutter hat zwei Funktionen. Das eine ist, die muss füttern und zeigen, was Futter gibt. Die zweite Funktion ist, die Mutter zeigt, zu welcher Art gehöre ich. Der Vogel lernt also kurz nach dem Schlupfen, dass er ein Vogel ist, in dem Fall eine Gans, oder Konrad Lorenz. Ja? Das heißt, wir lernen in dem Moment, wo das Tier auf die Welt kommt, das Erste, was wir sehen, da gibt es Futter, da gibt es Wärme, da gibt es alles, was ich brauche, aber da lernen auch, ich bin einer von denen oder eben nicht von denen. Und das lernt der Vogel sehr, sehr früh. Das heißt, je früher ich die Handaufzucht nehme, desto mehr hat der Vogel ein völlig falsches Weltbild. Je später ich die Handaufzucht nehme, desto weniger hat das mit diesem geprägten Verhalten zu tun, dass man das als Mutter bzw. als Artzugehörigkeit annimmt. Nach der Mutter kommt immer die Peer Group. Das kennen wir von Menschen. Ja, das ist dann, wenn die Kinder entgleisen, wenn die anderen Kinder es besser wissen als die Mutter. Auch wenn Eltern das doof finden, nur so funktioniert Natur, auch beim Vogel. Die Peer Group ist das wichtigste Element für den Vogel, um zu lernen, wie man sich richtig als Vogel verhält. Nur die Peer Group schlägt zurück. Eine Mutter verzeiht viel zu viel. Ja? Eine Mutter ist viel zu tolerant, die Peer Group ist nicht so tolerant. Die Peer Group hat die Aufgabe, als gleichaltrige und praktisch gleichartige Tiere rückzuspiegeln, dein Verhalten war richtig, dein Verhalten war falsch. Und so lernt der Vogel, welches Verhalten gehört für mich als Vogel dazu. In dem Fall rauchen und saufen. Und dann, das kennen ja von Menschen, nach 40 Jahren zieht das Kind dann aus, ja, manchmal etwas früher. Dieser Abnabelungsprozess ist ein ganz, ganz entscheidender Prozess für die Selbstständigkeit. Der Vogel lernt erst dann selbst Vogel zu sein, wenn er irgendwann mal die Mutter verlässt. Ein Handaufzuchtvogel von einer 30-Jährigen verlässt die Mutter nie. Der wird also niemals eine Selbstständigkeit erfahren, weil er eben immer in dem Milieu der Mutter ist. Was bedeutet, dass er wie jeder andere, der von der Mama nicht wegkommt, grantig ist. Ja? Also ein Verhalten, das wir rein dadurch provozieren, indem wir praktisch den Abnabelungsprozess ausfallen lassen. Das zweite ist die sexuelle Prägung.
in dem Fall beim Steinadler, da tut es ein bisschen mehr weh. Der Vogel, der schlüpft und sich für einen Menschen hält, der findet auch, dass alle sexuellen Handlungen mit Menschen zu vollziehen sind. Und das tut er. Ja, ob das jetzt die Paarung ist, ob das die Aufforderung zur Paarung ist, beim Weibchen sehr gerne, dass sie sich nach vorne bücken und am Nacken kraulen lassen, am Rücken kraulen lassen, alles eine Straftat des Besitzers, sollte niemals stattfinden, machen aber alle unter ihnen, brauchen wir gar nicht so gucken. Ist aber im Grunde der Moment, wo wir den Vogel bestätigen, also wir sind wieder in der Lernkurve, ja, ich bin dein Sexualpartner, ja, wir können jetzt Sex haben. Und dann müssen wir verstanden haben, dass Sexualpädagogik im Kindergarten nichts mit der hysterischen Beatrix von Storch zu tun hat, sondern ganz entscheidend ist, damit auch Kinder lernen, welche Rolle haben Frauen und Männer im Leben. Da geht es nicht darum, dass man im Kindergarten Normen vorstellt, sondern da geht es um Rollenmodelle. Da geht es darum, zu verhindern, dass wir eine MeToo-Debatte haben. Und genau diese Debatte haben wir aber beim Vogel. Weil unsere Vögel nie richtig lernen, wer sie eigentlich sind. Und am Schluss reagieren sie mit diesem gelernten oder falsch gelernten Verhalten eben so, dass wir es als auffällig finden. Beim Menschen kennen wir die Aufzucht durch fremde Arten mehr im Legendenbereich. Ja? Wenn das mit Geschwisteraufzucht funktioniert, scheint es zu reichen, ein ganzes Imperium zu gründen. Bei Einzeltieraufzucht landet man bei Walt Disney. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, in Wirklichkeit, wo es eben nicht mythisch ist, sondern eben wissenschaftlich, das ist Kaspar Hauser, wenn wir Aufzuchten haben, bei denen ein Kind praktisch von Reizen der eigenen Peergroup komplett abisoliert wird, haben wir psychisch kranke Menschen am Ende, und zwar Psychosen, die nicht therapierbar sind. Wenn wir Kinder haben, die entführt werden und irgendwo jahrelang im Keller sind, erregt das unheimlich viel Mitleid. Wenn wir das mit Papagei machen, finden wir das süß, niedlich und in Ordnung. Und genau das ist unser Problem, wenn wir über Handaufzuchten reden. Das heißt, wir haben Vögel, die wir selber, weil wir ja Tierliebe als unseren Bewertungsmotor nehmen, so einschätzen, dass es dem Tier gut geht. Und in Wirklichkeit haben wir es so isoliert aufgezogen, dass wir massive psychische Schäden haben. Das tut man also mit so einem Vogel. Ja? Eine Prägung ist irreversibel. Wenn der Vogel mal im Aufwachsen gelernt hat, das ist mein Sexualpartner, dann bleibt das so. Das lässt sich nicht mehr ändern. Wir können nur versuchen, am Verhalten zu arbeiten. Was auf keinen Fall funktioniert, ist chirurgisch vorzugehen, also kastrieren. Ja? Ein erlerntes Verhalten hat überhaupt nichts mit Hoden oder Eierstöcken zu tun. Da kann man rumkastrieren, was man möchte, unabhängig davon, dass es auch wirklich eine grausame Geschichte für das Tier ist, aber am Verhalten wird sich sicher nichts ändern. Ob ich das jetzt brachial auf dem Fass mache oder modern mit dem Endoskop, das spielt keine Rolle. Es ändert nichts an dem Verhalten, weil mein Verhaltensproblem viel früher ansetzt, viel übergeordneter ist und mit ein paar Eiern überhaupt nichts zu tun hat. Also im Idealfall so viele Vögel wie möglich bei so viel Platz wie möglich zu halten. Das ist die erste Grundforderung. Alles andere wird schwierig. Ja? Immer dafür sorgen, so viele Vögel wie möglich, so viel Platz wie möglich. Und selbst wenn der Vogel völlig sexuell fehlgeprägt ist und völlig gaga ist und sonst noch was, so viele Vögel wie möglich, so viel Platz wie möglich. Natürlich gibt es verhaltensauffällige Vögel, die sich recht schlecht in irgendwelche Gruppen integrieren lassen, weil sie einfach nicht verstehen, dass diese komischen Vögel tatsächlich so ähnlich sein sollen wie ihr, weil sie sind ja schließlich Menschen. Ja? Das heißt, es ist natürlich nicht immer so einfach alles zusammenzuschmeißen, aber es ist unheimlich einfach aufzugeben mit dem Satz, na, meinen Vogel kann man nicht mehr integrieren. Das geht natürlich nicht auf eine 1 Quadratmeter Voliere. Wenn die Vögel keine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wird es eng. Das zweite ist, dem Vogel Beschäftigung geben. Ja? In der Natur muss der Vogel fast ausnahmslos den ganzen Tag nach Futter suchen. Dann bleibt sehr wenig Platz für anderes Verhalten. Bei uns ist meistens der Futternapf voll, alles kleingeschnitten, alles hochkalorisch. Körner, Obst, ja, Dinge, die im Papagei so gut wie nichts verloren haben. Und dadurch hat der Vogel, der findet es dann auch noch in einem Napf, der immer an derselben Stelle ist, ja, hat der natürlich ein sehr kurzes Zeitbudget, in dem er sich mit Nahrungssuche beschäftigen muss, gibt ihm automatisch den ganzen Tag voll Freizeit, wo er sich eben dann mit der Gefiederpflege bis hin zum Rupfen beschäftigen kann, soziale Interaktionen bis hin zum Beißen beschäftigen kann. Das müssen wir dem Vogel wieder nehmen, diese Freizeit, indem wir dem Vogel wieder wie ein echter Vogel den ganzen Tag für sein Futter arbeiten lassen.
nur auf dem Weg können wir auch einen massiv fehlgeprägten Vogel von sehr vielen von uns unerwünschten Verhaltensformen ablenken, weil wir ihm praktisch zum erwünschten Verhalten hin verhelfen. Das geht nur mit niedrigkalorischem Futter und Futter, das erarbeitet werden muss. Und dann gehört dazu, dass wir so viele Vögel auf so viel Platz wie möglich haben. Habe ich schon mal gesagt? Kommt noch. Nochmal dieser Bereich. Was im Organismus ist, können wir nicht mehr ändern. Wenn dieser Vogel sich für einen Menschen hält, können wir das nicht ändern. Er hält sich für einen Menschen. Diesen Teil müssen wir akzeptieren. Wir können die Außenwelt ändern, das ist unser Futter. Wir sparen praktisch dem Vogel die Freizeit weg. Er muss mehr arbeiten fürs Futter, er hat weniger Außenreize, die ihn dazu verleiten, zur Paarung zu schreiten. Wenn der satt ist und Frauchen kommt zur Wohnzimmertür rein, dann wird sie begattet. Und das macht der Männer sowieso immer dann, wenn Frauchen reinkommt, weil er ist ja satt, er muss ja nichts mehr tun. Wenn er aber für sein Futter arbeiten muss, ist er gerade beschäftigt und kann nicht bei jedem Mal springen. Ja? Das heißt, er ist automatisch durch diese erhöhten Außenweltreize dazu genötigt, sich von dem unerwünschten Verhalten zurückzuziehen. Und dann, ganz wichtig, dieser Lernbereich. Auch ein Männchen kann lernen, langsamer als Weibchen, das wissen wir aus der Humanmedizin, aber sie lernen. Ja? Und wichtig ist aber auch, wenn der Vogel was lernen soll, dann muss ihm auch das Richtige beibringen. Wenn wir alles belohnen, was der Vogel an Blödsinn macht, also er spricht und wir schmeißen ihn dann noch ein Futter hin und sprechen zurück, dann wird der Vogel lernen, sprechen ist gut, weil dafür gibt es Futter. Wenn wir dem Vogel, wenn er anfängt, den Kopf hinzuhalten und am Nacken gekrault zu werden, wir den Vogel im Nacken kraulen und auch noch schön auf ihn einreden und am besten noch Hallo Schatzi sagen, dann lernen wir den Vogel, halt mir den Kopf hin, ich helfe dir bei der Masturbation. Und das ist dann das, was der Vogel auch lernt. Ja? Das heißt, was wir lernen müssen, ist richtig zu unterrichten. Wir können von einem Vogel, der anfängt zum Rupfen, über Training tatsächlich so weit kommen, dass er das Rupfen aufhört. Was sie nicht brauchen, was einer der absolut bescheuersten Begriffe ist, der jemals erfunden ist, ist ein Papageientrainer. Trainer sind Sie als Besitzer. Wenn Sie jemanden holen zur Hilfe, dann macht das ein Verhaltenstherapeut, der Ihnen zeigt, wo Sie wo angreifen müssen. Und wie Sie vorhin an diesem Schaubild gesehen haben, wenn nicht die Außenwelt geändert wird, wenn wir nicht aufhören, uns auf die Finger zu klopfen, falsche Reaktionen zu belohnen, dann wird das im Gegenzug eben dazu führen, dass wir klickern können, so viel wir wollen, ohne dass was dabei rumkommt. Ja? Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns sagt, da kann man vielleicht noch ein bisschen was trainieren. Man kann den Vogel eben auch durch Training von falschen Verhalten ablenken. Wenn der Vogel auch in Stresssituationen aufsteigt, sich wo absetzen lässt, dann lässt er sich auch dann, wenn er eigentlich gerade jemanden anfliegen möchte, aufsetzen lassen und absteigen lassen, wenn er gut trainiert ist. Also ein gutes Training kann tatsächlich helfen, das zu ändern, aber das muss der Besitzer selber machen. Und dazu muss beim Besitzer im Regelfall ein massives Umdenken stattfinden. Findet das nicht statt, bringt der teuerste Trainer nichts, wenn er tagelang rumsteht. Ne? Und dann kann man sich auch teure Klicker kaufen und teure Bücher kaufen, das ist effektlos. Man muss im Grunde selber lernen und dann kann man dem Vogel was beibringen, weil das Training muss auch sehr regelmäßig stattfinden. Es muss nicht viel sein, aber jeden Tag ein bisschen. Und das ist eben genau das, was nur der Besitzer selber machen kann. Und vor allem, was der Besitzer auch machen muss, falsche Lernbestätigung abstellen. Passiert das nicht, bringt praktisch das ganze Training nichts. Und da brauchen Vögel so viel Platz wie möglich und so viele Vögel wie möglich. Habe ich schon mal erwähnt? Ich sage es nochmal. Ja. Und als letztes und wichtiges, die Einsicht, dass nicht jeder, der einen Vogel hat, auch einen Vogel halten kann, muss leider auch reifen. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, all diese Ruinen überall unterzubringen. Ja? Wir haben sogenannte Wanderpokale, also Vögel, die 10-mal den Besitzer wechseln. Und es wird es wirklich besser, weil nirgends eine gute Möglichkeit ist, das Tier auch noch unterzubringen. Eine Spontanaufnahme von verhaltensauffälligen Vogel ist nahezu nirgends ordentlich möglich. Es ist zwar möglich, mal irgendwo schnell einen Vogel unterzubringen oder einzubauen, aber ihn richtig zu integrieren, geht schwierig. Und deswegen brauchen wir mittelfristig auch ordentliche Auffangstationen für Vögel, um diese Tiere dann unterbringen zu können, weil wir viel zu viele Vögel haben, die ihren Besitzer überfordern.
wo der Besitzer irgendwann die Segel streicht und sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ich wollte eigentlich ein Kind haben und jetzt habe ich einen Tyrannen zu Hause. Ja? Und die Tiere müssen ordentlich untergebracht werden. Das ist kein Euthanasiegrund, das ist auch kein Grund, die Vogel in der Kiste bei irgendjemandem mal zwischen zu parken, sondern da braucht es ordentliche, solide Lösungen wie bei der Reptilienauffangstation. Damit wäre ich durch.